Der Bibeltext führt uns heute zu der Witwe, die ganz wenig hat und das in den Tempel bringt und sagt, das mache ich mit in den Kasten, damit es für alle gut tut, ich gebe das Gott. Das Ganze steht im Markus Evangelium Kapitel 12, Markus Evangelium 12, Vers 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben, hier kommt der Schlüsselsatz, denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Überfluss ist das Schlüsselwort. Diese, die Witwe aber, hat von ihrer Armut, ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich glaube, umso länger man gläubig ist, wird es immer skandalöser, was man in der Bibel liest. Es wird immer skandalöser, weil man vielleicht auch immer tiefer merkt, hier wird etwas gesagt, das habe ich 30 Jahre so verstanden, und in dieser Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, weil ich mich auf die Schnelle vorbereiten musste, ich sag mal, was ist jetzt an dieser Geschichte interessant? Die hatten das vor 2 Wochen in der Kindergottesdienst. Was ist an dieser, ja, dass die Frau alles gibt. Was hat die ja für Gott gemacht? Die hat sich auf den verlassen. Sag ich, du, wenn dein Papa jetzt hier, ne, alles Gott gibt, dann hast du morgen nichts mehr zu essen, dann hast du keine Kraft mehr, in die Schule zu gehen. Und wenn ich alles gebe, dann kann deine Mama auch ohne Kraft nicht mehr länger arbeiten. Dann verliert sie ihre Arbeitsstelle. Also, und dann haben wir gar nichts mehr. Und dann dürfen wir so wohnen wie die Flüchtlinge. Also irgendwie so klug, wie es auf den ersten Blick vielleicht aussieht, ist das gar nicht, alles zu geben. Wer ist denn so dumm, bitte? Ich meine, lernen wir nicht auch, dass wir verantwortlich mit dem Handeln, was wir haben, und dass wir die unseren und die Nächsten da auch mitversorgen sollen dürfen. Also ihr merkt, es geht in dieser Geschichte eigentlich nicht darum, dass man wenig hat oder viel hat. Darum kann es anscheinend nicht gehen. Jasmin, willst du was dazu sagen? Ja. Sag mal. Also ich finde, das finde ich gerade richtig interessant, weil damals waren die schon so weit, wie wir heute sind. Einen Vergleich zu ziehen. Und zwar geht es im Endeffekt nur darum, dass einfach die Reichen gar nicht so viel geben wie die Armen. Die Armen geben ihr letztes Hemd. Und jetzt ist die folgende Frage, heißt dann, die Arme geben ihr letztes Hemd, die waren damals schon so weit wie wir heute, das ist extrem weise, was du da sagst. Das könnte jeder Pastor von der Kanzel auch so sagen. Die Bibel ist kein verstaubtes altes Buch. Manchmal liest man da Dinge, da sind wir noch gar nicht so weit, wie die sind teilweise sogar. Sehr gut, Jasmin. Die Frage, die ich mir jetzt also gestellt habe, ist folgende. Was möchte Jesus uns mit dieser Geschichte sagen? Das ist die entscheidende Frage. Es scheint nicht um die Menge zu gehen. Die Leute, die viel haben, die werden ja jetzt nicht ihr habt viel, das ist schlecht. Und die wenig haben, so, boah, du hast wenig. Darum kann es nicht gehen, nicht um die Menge des Geldes. Jasmin möchte noch mal was sagen. Ja,
Ich glaube, er möchte uns damit sagen, dass wir zwar guten Gewissens das geben sollen, was gut ist für andere Menschen, aber trotzdem noch auf sich selber achten sollen, dass man nicht in völliger Armut ist. Das wäre A, guten Gewissens geben, auch auf den anderen sehen, etc. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, die ich für mich meine herausgefunden zu haben. Jesus möchte nicht sagen, was jemand tut, ob er viel Geld hat und dann was gibt oder wenig Geld hat, sondern wie jemand etwas tut. Jesus produziert hier keine Heldengeschichte, die Witwe ist jetzt Supergirl und die anderen, das sind, was weiß ich, ich sage jetzt lieber keine Namen, es gibt keine Assoziationsfelder von den Schurken, die sonst so vorkommen. Nein, Jesus macht auch keinen Pathos. Ey Leute, ich will von euch volle Hingabe haben. Nein, auch nicht. Jesus ist auch kein Sankt Peru oder wie dieser Typ heißt, vom kleinen Prinz und sagt, auf das Herz kommt es an. Nein, ich weiß, Jasmin, jetzt muss ich dir ein bisschen wehtun. Ich weiß, das liegt dir natürlich nahe. Das mögen wir alle, aufs Herz kommt an. Nein, auch das, darum geht es im gewissen Sinne nicht. Sondern, was möchte Jesus tatsächlich mit dieser Geschichte sagen, nach meiner Meinung? Es geht um Überfluss und Armut. Warum sagt er nicht, es geht hier um viel haben und wenig? Nein. Viel haben ist okay und wenig haben ist okay. Arme und Reiche, beides hat der Herr gemacht, heißt es in den Sprüchen irgendwo. Es ist okay, wenig zu haben. Es ist okay, viel zu haben. Jesus, warum geht es dir dann in dieser Geschichte? Wenn ich Überfluss habe, also nicht, wenn ich reich bin, Millionär, sondern wenn ich Überfluss habe. Merkt ihr den Unterschied? Es ist ein Unterschied, ob ich Millionär bin oder wenn ich Überfluss habe. Wie verhalte ich mich, wenn ich Überfluss habe? Die Sachen sind nicht so wichtig. Ich streue damit rum. Ich kaufe mir, was ich nicht mehr, eigentlich gar nicht schon nicht brauche. Ich habe Überfluss. Ich gehe mit den Dingen nicht mehr bewusst um. Was macht diese Dame? Die hat überschaubar, natürlich, diese zwei Münzen. Und ich denke, Jesus weist darauf hin, dass diese Frau bewusst alles gibt. Es geht nicht ums alles geben, sondern es geht um das Bewusstsein, wie gebe ich. Und sie weiß natürlich, es ist überschaubar auch, sie gibt alles. Wie gibt sie? Sie gibt mit dem Bewusstsein, wer sie ist. Diese Frau wird nicht mit Namen genannt. Normalerweise in der Bibel, wenn es um Personen geht, werden Namen genannt. Wenn keine Namen genannt werden, hat das eine Bedeutung. Welchen Namen hat die Frau? Sie hat nur einen einzigen Namen. Witwe. Arme Witwe. Das heißt, hier geht es um das Bewusstsein. Wer bin ich in dieser Situation? Wer bin ich? Bin ich jemand, der überflüssig ist? Oder bin ich eine Person, die eine Bezeichnung von Gott hat? Noch gar nicht erstmal schon einen Namen, aber wenigstens eine Bezeichnung. Ich kenne mich im Spiegel. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich mache mich nicht zum Christen, wenn ich keiner bin. Ich weiß, ich mache mich nicht zum tollen Hero, tollen Helden, wenn ich keiner bin. Ich weiß, wenn Gott mich Sünder nennt, dann bleibe ich als Sünder da stehen. Das ist ja keine Schimpfe. Gott beschimpft die Armut nicht. Gott beschimpft den Sünder nicht. Aber er bezeichnet ihn als das, was er ist, damit du weißt für dich, wo stehst du? Bist du im Überfluss und deiner selbst gar nicht mehr so bewusst? Oder bist du die arme Witwe, die genau weiß, wer sie ist? Arme Witwe. Aber hat sie nicht auch einen Namen verdient? Sie kriegt leider keinen in dieser Geschichte.
Die hätte ihn mit Sicherheit verdient. Das wäre ein gutes Resümee unterm Strich, um zum Schluss zu kommen. Haben wir nicht alle einen Namen verdient? Genau. Und das unterm Strich, ich schließe mit folgendem Hinweis. Eine Sache, die wir alle beim Bibellesen vielleicht schon gemacht haben und wo wir umdenken müssen, ist, wer erzählt diese Geschichte? Heute Morgen steht nur Dagobert hier. Wenn du da in dieser Geschichte jetzt wärst und drumherum, dann steht Jesus vor dir. Wer redet da? Manfred Ziebel hat mal ein Lied geschrieben, oder weiß ich nicht wer, aber so in dieser, so, ach, ich wäre ja gerne da gewesen, als Jesus auf der Erde war. Boah, das hätte mich doch, mich echt, das hätte ich schon cool gefunden. So, irgend so ein Lied gibt es so in dieser Richtung. Und du musst dir vorstellen, da ist Jesus gerade. Und dieser Jesus ist den Leuten total aufgefallen. Als barmherzig, wo andere sagten mit ihrem Glauben, naja, aber ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Wir müssen schon an die Gesetze Gottes halten. Und Jesus trumpft mit einer Barmherzigkeit, mit einer Liebe, hat Gemeinschaft mit Sündern, hat Gemeinschaft mit Leuten, die anderen sagten, ich meine, wenn du mich sehen würdest, wenn ich hinten ins Rote Haus gehe, also kein schönes Haus, und ich komme da raus, das Rote Haus ist, wo Menschen ihren Körper verkaufen. So, und wenn du sehen würdest, ich gehe da rein und du würdest sehen, ich komme da raus, weil du genau in dem Moment gerade um die Kurve fährst. Ey, ehrlich, was würdest du in dem Moment mit mir machen? Du würdest denken, dem Bruder muss ich mal ins Gewissen reden, da ist sie Reichert im Busch, ne? Und die arme Frau. Ne? Aber mit solchen Leuten hat Jesus Kontakt. Jesus hat Kontakt mit diesen Menschen und hält ihnen überhaupt nichts vor. Sondern durch seine Gegenwart, durch sein Anderssein, macht er ihnen klar, du hast einen Namen verdient, um das wieder aufzugreifen. Das heißt, diese Witwe hat jetzt noch keinen Namen in der Geschichte allgemein. Aber durch das Auftreten Jesu wird sie einen Namen bekommen. Wie wollen wir einen Namen bekommen? Hoffentlich genauso wie die Witwe. Indem wir das sind, was wir jetzt sind. Nicht hyperheilig, nicht die Pastoren, nicht weil wir in dieser Welt den großen Verdienst bekommen, sondern weil wir einfach das, was wir sind, was wir jetzt sind, dann kann Jesus auftreten, auch in deinem Leben, und dir einen Namen geben. Amen. Herzen, die hart sind wie Stein.